einen wunderschönen guten Tag gewünscht hat, mein Lieben. Ich glaube, ich trage mir das ein als ein Liter einfach. Ist weniger als ein Liter, ne? Ja. Ich habe heute hier schon gemacht ohne Ende. Ich habe hier die Küche so weit aufgeräumt, bis auf Biomüll und Müll rausgebracht. Ich habe mich schon ganz viel um Instagram gekümmert. Jetzt ist die Zeit angebrochen, wo ich mich um den Thema Einkauf kümmern muss und mich auseinandersetzen muss mit... Malu wurde gerade eben geweckt von der DHL-Dame. Hier, ich habe dir dein Handy mit runtergebracht. Vielleicht machst du ganz kurz die Musik aus, damit ich hier reden kann. Genau, jetzt fahre ich kurz zu Rewe, gehe die Sachen kaufen, die noch fehlen. Ich hoffe, dass ich heute Gehacktes bekomme, weil es wäre schon mal cool, wenn wir mal was anderes essen können. Ich muss uns auch noch mal Reis essen. Boah, also das fand ich ja gestern echt strange. Also, ich bräuchte dafür nicht mal was. Du müsstest halt ein bisschen mehr Zeug machen als nur eine Frühlingszwiebel. Was ja. ist mit dir? Also, ich hatte nichts anderes. Bohnen, was ich hätte nichts. Ja, also das kann man immer da haben, oder? Lappen? Ja, deswegen gehe ich jetzt einkaufen. Lappen. Bisschen Erbsen, weil sie liebt Erbsen. Okay. Girl. Oh. Ich müsste heute mal ein bisschen weitermachen hier. Ich trage mir jetzt erstmal das Ding hier ein als einen Liter. Lass mal Papa süße. Wenn es das nicht ist, ist egal. Geh mal bitte jetzt einfach weg hier. Es kann nicht sein, dass ich dir laufend Sachen geben muss, nur damit du gut gelaunt bist. Ja. Snack mache ich. Wolwig. Oh. Ist ja kein Eistee für sich. Hi! Da. 1000 hinzufügen sind 150 Kalorien, glaube ich. Nee, oh. Hä, von wann ist denn das? Nee, waren 1000. 150 Kalorien dann. Okay. Okay. Heute ist nicht so mein Tag, aber ich versuche trotzdem durchzustarten. Aber mein Gesicht wird sich heute nicht verändern. Ich muss mal gucken, wo ich meine Brille hingelegt habe. Ich weiß es nicht. Ja, ich muss mich jetzt ranhalten. Ich habe jetzt noch genau eine Stunde Zeit, um einkaufen zu gehen und Maris abzuholen. Vorher muss ich aber die kleine Mini-Motti-Lotte noch ausziehen. Weil sie hat nämlich beim Aufräumen in den Geschirrspüler gefasst. Und sieht jetzt so... so aus. So richtig grintig. Den kann ich dann gleich zur Waschmaschine ins Waschbecken legen zum Einweichen, weil auf der Brust hat sie auch noch Erdbeeren. So. Jetzt schnell einen neuen Body an. Und dann ziehen wir doch deine Schuhe an, ne? Gerade eben hatte ich auch was Lustiges mit der DHL-Tante. Sie hat sich oben hingestellt an die Tür und ich habe von unten gerufen und sage ich, hallo, hier unten. Sie hat mich nicht gehört. Die hat da oben einfach ihr Ding durchgezogen. Also die Sendung hingestellt, fotografiert, benachrichtigt und ach, was sie nicht alles gemacht hat. Jetzt höre ich auch schon wieder eine Schiebetür. Es kann natürlich sein, dass es jetzt wieder klingelt. Oh. Kannst du das mal machen? Ich halte jetzt ein paar Mal hin, so, oder? Ja. Moin. Aber die Person checkt wenigstens, dass wir unten aufmachen. Ich habe es hier irgendwie falsch gemacht, Hase. Warte mal. Eins. Zwei. Drei. So. So. Was ist das jetzt? Hier sieht es schon wieder aus. Schon wieder drei Pakete hier und zwei oben. Hey. So.
Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich weiß nicht, warum die Jungs das immer geben. Schon wieder jemand für drüben? Ja. Und dann ist hier Kaffee, also wird auch Kaffee. Und das hier ist das. Hallo? Hallo? Ja, Moment. Und das mentale, ich habe das für mental gemacht. War auch nicht mein Feier. Hallo? Ja. Ich muss deine Schuhe schnell holen. Also richtig schönes Wetter draußen, Tanja. Holy. Ich zeig dich gleich wieder. Das ist das Einzige, was ich an dem Auto nicht mag, dass er sich so früh abschließt, wo ich noch gar nicht abschließen wollte. So. Baby ist jetzt wieder. Die hat sich völlig gefreut über eine Flasche gerade. Hi! Oh ja. Das schien sie gebraucht zu haben. Was auch völlig legitim ist mal. Die trinkt so wenig Milch. Voll Wahnsinn. So. Komm. Wir gehen jetzt kurz einkaufen. Ich hoffe, dass ich jetzt Gehacktes bekomme. Ich hoffe es sehr. Dann Maris abholen. Da muss ich noch gucken, dass ich irgendwie auf meine Schritte komme. Also werde ich wohl wahrscheinlich nochmal zu einem Einkaufszentrum laufen, weil Marlene wollte sich holen, so Papierablagen. Die müssen wir noch holen. Und sie hat heute Schule, das heißt, sie hat früher Schluss. Das heißt, wir laufen wahrscheinlich zusammen. Jetzt erstmal schon einkaufen. Bisschen. So, guck mal. Kann ich euch empfehlen, habe ich heute gefunden bei Action. Für 9,95 Euro eine. Fand ich ganz gut. Ich glaube, davon werde ich bei Maris auch was reinlegen ins Zimmer, eine reinstellen oder so. Mit so einer Philips Hue-Lampe, Hue-Lampe da. Treppe an. So. Maris? Los, mach bitte Beeilung. Guck mal, was Malu gerade schon wieder gemacht hat, ja. Ich sag euch. Ich sitze jetzt hier und habe jetzt gerade Matthias und mein Essen eingetragen. Schon wieder. Heute haben wir uns richtig gut dran gehalten. Jetzt muss ich mal Mara. Mara, schnell rufen, jetzt muss ich mir erstmal das Reel angucken und schnell hochladen. Seht ihr? Ach Mann, das ist so viel zu tun, ey. Okay, das lade ich jetzt hoch. Ich muss duschen, ich fühle mich. Irgendwie bin ich kraftlos heute. Ich bin halt voll kraftlos. Sie ist auf Kuscheln, ne? Hallo. Peitschen durchgekämmt. Manushi, was machst du da? Lass mal die. Nee, noch nicht. Ich glaube, sie hat der Renni, Mara. Dankeschön, Malu. Ich habe jetzt schon als erstes schon fast wieder reingemacht, damit ich das nicht alleine reinmachen muss. Ja. Oh, sorry. Und dann ist es auch drin, weißt du, ist nicht nur auf den oberen Haaren, sondern auch. Und der Haare stürzt,
das? Das ist ja so komisch. Welchen möchtest du als erstes? Mach es nicht, Malu, nicht in den Mund nehmen. Das ist I. Gib her. Malu, nein. Gib her. Nein. Was ist denn, Malu? Guck mal, wie... Oh, sie beißt mich. Also sag mir bitte, was du vergessen hast. Ich hab noch ein Blatt vergessen, was ich oben auf... Sie hat jetzt voll meine Hand angelenkt. Klara, rutsch mal ein bisschen weiter weg, danke. Was kann ich jetzt kriegen? Meine Haare werden länger, ne? Hab ich ausgeschnitten. Dann gebe ich dir noch mal was Neues meine ein. Meine Haare werden wieder länger, ne? Ja. Was ist da? Oh. Ein Punk, oder wie das heißt. Guck mal von der Seite. Zeig mal, Papa, wie schön du aussiehst. Papa! Wow! Gehst du bitte? Oh! Mara, gib ihm. Mara, warte, ich mach das schnell. Bis ich das erklärt habe. Da, da, da! Da, da! Ja, hallo! Mara, dein. Na, Alter, Alter! Das hab ich in mein Zimmer gefunden. Das ist meins? Ja. Nicht in den Mund, Manuschi. Ja. Nein. Bist du natürlich wieder auf Null und fängst alles nochmal an. Da, 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 da. Go, go, go. Go, go. Hallo? Oh. Hallo? Ich hab die. Oh. Manuschi, bleibst du hier bitte? Malu, hier bleiben. Malu, hier bleiben. Mama, wir waren in der letzten Stunde alle komplett alleine. Also so, ich glaube, 7 Kinder und ich. Also insgesamt 7. Ich brauche ein Tuch. Weißt du was? Weil wir hatten so ein Klassenklima-Dings. Oh, kurz. Malu! Kommst du bitte her? Ja. Ja, dann komm schnell. Und dafür mussten wir so. Wir mussten zu Hause so ein Dings machen. Und manche hatten einfach nicht die Möglichkeit, weil sie noch keinen Schoolfox haben. Und andere haben es halt einfach nicht gemacht, weil sie, keine Ahnung, keinen Bock hatten oder vergessen hatten. Und die, wir waren die 7, die es gemacht hatten. Und deswegen durften wir eine Stunde lang allein im Klassenraum bleiben. Hm. Komm her. Komm hier, guck hier, Manuschi, Manuschi. Komm mal. Manu. Wie sie nicht mal mehr nach hinten guckt. Guck mal, Babykatze! Mama! Mama, das reicht jetzt bitte. Mama. Wirklich. Ich weiß nicht, wie oft. Ich hab dir doch gesagt, dass ich gleich nach oben komme, oder? Ja, so Malu. Malu? Ich komme gleich hoch zu dir. Au, Maluschi! Malu! Es kommt immer so rüber, als wenn ich voll genervt wäre von dir, Maris, was ich überhaupt nicht bin. Aber wenn du 8-mal runterkommst innerhalb von 2 Minuten, ist das schon echt heftig. Kommt Malu hierher? Kann ich jetzt hier kurz was hören, oder? Nee. Nee? Okay. Wo ist Malu? Malu! Guck, siehst du diese Raube da oben? Bleib mal da sitzen, Maris. Vor allem, wenn sie runterfällt, Maris kann da nichts machen. Was ist da los? Was ist da los? Wo ist der Papa? Malu, wo ist der Papa? Malu? Ja. Warum legt sie alles an? Malu! Malu! Hierher kommen! Wenn sie sich erschrocken hat. Ja. Herkommen! Was soll ich machen? Kannst du, wenn du hochkommst, das Kinderschuh aufkleiden, das musst du dann irgendwie. Hier bleiben. Wo? Was soll ich hochbringen? Auf Esstisch, die hier das Kinderschuh-Ding, was ich auf und zu machen kann. Tschüss jetzt, Maris. Ja, und das musst du dann gleich hoch. Malu geht vielleicht schlafen, ne? Ja. Kann ich sie nicht, wenn du. Tschüss! Kann ich sie nicht, wenn du jetzt gleich. Oh, Malu, Malu. Kann ich sie nicht, wenn du jetzt gleich duschen gehst, hinlegen? Was ist ja gleich? 19 Uhr und 10 Minuten. Über ein Stück nach vorne, bitte. Dann übernehme ich das heute mal. Ohne Ausnahme, da gibt's auch kein. Das ist nicht so schlimm oder so. Malu, du kannst ja schon schreiben. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja. Hier unten in der Küche, wo ich hingehöre um die Uhrzeit. So mag ich das. Ich muss eine Sache suchen. Ich hab unser einem Freund versprochen, was ich jetzt zweimal nicht gehalten habe. Was denn? Weil es gibt ja diese Figuren in diesen Eiern jetzt, ja? Die, aber ich hab die noch nicht, ja? Aber ich hab die anderen Figuren. Meinst du die Harry Potter? Nee, ja, die hab ich aber nicht. Ja. Wir haben gerade nur die ganz normal drin. Ja. Aber ich habe davon schon mal zwei gezogen. Ja. Also du musst mir eigentlich in meiner Kiste oben. Vielleicht hab ich uns Bananen gezogen. Ja. Maris, wo ist deine Dose? Ist die noch unten? Gehst du die bitte mal schnell holen? Wir haben es 33, also 6:33 Uhr, um 7 Uhr, 7:10 Uhr sollten wir im Auto sein. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Ich muss aber nicht zu trinken heute. Ja. Jeden Morgen der gleiche Struggle. Fragt mich bitte nicht, warum ich die Dosen schon abends sauber mache. Das liegt ganz allein daran, dass ich die abends noch nicht hier habe. Ich gehe mal erst morgens. Klar, das kommt mal einsam, das ist gerade ein Ding. Aber ist jetzt so. So. Die würde ich gerne vernichten wollen, deswegen kommen die mal raus. Balance. Wo ist denn die normale? Nehmen wir die mal. So. Die Erdbeeren sehen überhaupt nicht mehr gut aus, aber müssen wir mal gucken. Wo ist eigentlich das Toastbrot? Ach, da liegt das. Hier ist nichts magnetisch, ey. Hier ist nichts magnetisch. Ey, das strapaziert meine Nerven. Dieses Ding zerkratzt total. Wenn man das zu lange an einer Stelle benutzt, würde das alles zerkratzen. Jetzt suche ich mir hier einen anderen Platz. Aber ey, ganz ehrlich, ich stelle das hier einfach ins Regal. So. Warum stehen die Kaffeebohnen hier eigentlich, Matthias? Kannst du mir mal zeigen? So. Ich werde jetzt Erdbeeren schneiden, insofern ich hier noch was erlesen kann raus. Die sehen jetzt nämlich nicht mehr so prall aus. Muss ich gucken, ob ich noch hier irgendwas zusammen bekomme. Hole gleich noch mal seine Dose. Ach, die sehen alles so. Ja, ich mache jetzt einfach das Frühstück, bringe die Kinder weg.
Mara Maus muss langsam aber sicher sich an den Gedanken gewöhnen, dass sie alleine zur Schule fährt, weil ich werde jetzt demnächst wieder morgens laufen. Ja. Jo. Machst du bitte das Licht unten an und bitte die Tür zu machen, weil mir ist es richtig kalt. Unten das Licht an, bei im Büro? Ja. Alexa, Büro an. Und das ist richtig kalt, Mama. Ja, ich weiß. Okay, unter und dann? Deine Dose, ne? Okay. Okay. Ja, so ist es halt, wenn man das abends macht, dann muss man es morgens machen, ne? So. Guck mal, damit habe ich doch bestimmt beide Kinder glücklich bekommen, oder? So. Heute Abend ist der Anwaltstermin, Leute. Ich kacke mir so ein Hemd, das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Ich hoffe sehr, dass da irgendwas Positives bei rauskommt, ey. Ja. Du musst leise sein da unten. Habe ich gar nicht versprochen, dass ich jetzt eine Figur, ja, weil ich habe jetzt schon 2 Tage lang jemanden versprochen, wir waren doch mal bei diesem Flohmarkt beim Entenangeln, ja. Rummel, ja. Und da habe ich den Pokémon gewonnen, ja. Und da sagt jetzt die ganze Zeit dann mal Liebe, aber das ist er jetzt nicht mehr. Ich habe es mir jetzt 2 Tage versprochen, aber ich habe es nicht. Ja, musst du sagen, dass du es nicht findest, dass du noch suchen musst. Maris, was möchtest du auf dein Brot drauf haben? Nichts. Nur Butter? Butter. Weil wir haben ja nur eine Scheibe. Okay. Meine Scheibe. Okay. Muss ich mir endlich keine Schuhe natürlich. Okay. Zieh dich bitte an, ja? So. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch morgens abläuft. Ich weiß ja, dass es hier teilweise Eltern gibt, die die Brotdosen sogar abends machen. Das würden meine Kinder überhaupt nicht mehr essen. Ich weiß nicht. Aber ich denke eher nicht. Ja. Deswegen stehe ich morgens immer da. So, bei ihm passt. Ist sie groß? So. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann können wir hier ein paar Blaubeeren reinmachen. Mama, jetzt kannst du zumachen. Klasse. Was? Zu. Ja, kannst du zumachen. Ich wollte bloß lüften, weißt du? Ein bisschen lüften für die Seele. Mama, lass das. Was denn? Ich nehme nicht das Kuscheltier mit. Das ist jetzt auch klein. Aber das verschenkst du nicht. Nee, Mama. Ja? Als wenn ich das verschenke, bist du verrückt? Weiß man doch nicht. Doch, weiß man. Ich hab noch nie was verschenkt. Hm. So, okay. Ja, ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, wie das so bei euch ist am Morgen. Maris, du ziehst dich jetzt bitte an. Ich habe jetzt hier noch eine Dose frei, eine Box frei und da noch 2. Was ist so kalt? Die spanische Butter übertrifft alles, ey. Spanische Butter ist der Stein. Scheiße.
Der Sundi. Der sundige. Das war auch nicht zweimal. Das war schon für die nächsten 6 Mal dazu. Ich muss auch so. Ja. Ey, ich fange schon wieder an zu schweigen. So. Eine Scheibe auf das Riesentoast. Erst der Knaller. So. Okay. Sein Wunsch, sei mir Befehl. Habe ich noch ein Baby Bett für ihn? Maris? Ja? Ich nehme jetzt gerade ein Baby Bell aus dem Kühlschrank, ja? Was? Ich nehme jetzt gerade ein Baby Bell aus dem Kühlschrank. Zwei. Ich habe nur noch einen. Zwei. Warte! Oder hast du noch irgendwo einen versteckt? Ja. Ich habe den schon gefunden, gerade hinten drin. Nee, ich glaube, es ist drin. Zeig, wenn du ihn reinmachst. Hey, er ist drin. So. Du hast den jetzt im Müll geschmissen und den alten wieder reingemacht. Ja, den Malu gestern gegessen hat. Der war noch im Müll. Mhm. Ein paar Schokoflocken für die Mama. Da ist ihr Toast. Meine ist schon fertig. Deine war Schokolade. Das nicht. Das Einzige, was ich bei dir noch machen muss, ist noch was zu trinken hochholen und deine Trinkflasche. Steht denn hier eine Packung Banane, oder die kaum jemand isst? Ich finde aber auch immer die Dinger hier. Und davon geht reine Erdbeere kurz mit am Wasser. Nee, das war keine Katze. Nee, wer das denn? Das war deine kleine Schwester. Das war Marlene. Oh. Ist das deine kleine Schwester? Ja. Mit neu. Dann war es Mara. Die ist schon klein. Guck mal, wie ich mich anziehe. Das weicht dir wirklich auf. An mein Schuh ist. Ich guck mir das gleich an, warte. Ich zähle bis 5. Ey Leute, warum filme ich denn immer noch? Ich will jetzt gar nicht mehr filmen. Mann, Alter, ich vergesse das ständig. So, das war's hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen. Einen schönen Donnerstag und ich halte euch morgen auf dem Laufenden, was hier heute bei uns passiert. Hadi, tschüss.